So, hallo, ich heiße Dieter und ich baue Mannerhorns. Mannerhorns und verschiedene andere Zupfinstrumente, also Wusli, Scheithold. Aber wir gehen jetzt einmal vom Monochord aus. Der Monochord gibt bei mir verschiedene Größe. Das ist ein ganz kleines Monochord. Das wäre dann 60 x 20. Der hat 18 Saiten, Bassseiten für beide Seiten. Also da sind zwei Quinte und ja, und der gleiche ist von der anderen Seite. Das ist eine besondere Stimmung, das gefällt meiner Frau und die hat jetzt einmal so gewünscht. Das Monochord ist für Klangmassage, einfach drauf auf den Körper legen und ja, einfach spielen. Dann wäre es ein breiteres Modell, das ist schon 70 x 35, im Prinzip ist der gleich aufgebaut wie der kleinere. Los hat er noch zusätzlich Schalllöcher oder das ist auch ganz bequem zum Stimmgerät anzuklicken. Und die hat natürlich hier auch so zwei Schalllöcher. Also dekoriert mit der Blume des Lebens. Das Modell ist eigentlich ein wenig besonders, weil der hat hier oben sechs Melodienseiten, pentatonisch gestimmt, und der Rest ist eigentlich Monochord. Das ist wieder mal eine Bassseite, Obertonseiten und Quinte dazu. Das ist auf E ist aus Buche gemacht, vom Klang, Decken, beide Seiten sind Sperrholz, der Birkensperrholz. Warum verwende ich der Birkensperrholz? Weil ist einfach leicht zu verarbeiten, kostet nicht so viel und auch in Gebrauch ziemlich einfach. Die brauchen kein, also nicht so auf die Feuchtigkeit, auf die Wärme also aufpassen und. Schaut auch gut aus. Apropos Sperrholz. Sperrholz wird verwendet auch bei namhaften Herstellern. So, dann haben wir ein größeres Modell. Der ist 1 Meter lang. Und er hat 890 mm Mensur. Hat wieder mal zwei dicke Bassseiten. Und insgesamt sind 27 Seiten drauf.
Sander 24 Obertönseiten. Es ist etwas unbequem, weil ich habe jetzt einmal nicht extra einen Raum zum Video machen und so weiter. Und das ist mein Hobby, deswegen ist nicht so professionell gemacht. Aber naja. Seiten sind ziemlich weich aufgespannt. Man kann die Spannung ein bisschen erhöhen und dementsprechend ist der Ton wird höher. Das hält schon etwas aus, aber man muss mehr oder weniger fürs persönliche Vorlieben. Der Abstand zwischen Seiten 8 mm. Dann 8 mm dazwischen die Seiten, was eigentlich sehr vorteilhaft ist, wenn Sie eine schöne Klangteppe erzeugen wollen. Wenn jetzt ein Abstand größer wäre, da wird ja jeder Zwischenseitenabstand wird dann viel hörbarer. Aber so ist das. Hier habe ich dann gleiches Monochord. Das ist genau das gleiche, also da ist das auch für die Füße. Es wird auch die Füße auch aufgebaut, auf die Füße gestellt. Und ja. So hat er praktisch den Schalllöcher. Oben ist er keine Schalllöcher, weil sonst wird zu viel wahrscheinlich. Und ja, das ist ein Kieferholz. Das ist ein Kieferholz. Das ist wieder mal Birk Multiplex. Das wäre dann Buche. Ja, und dementsprechend, also da ist es auch noch Buche. Also so schaut es aus und so klingt das. Jetzt habe ich nicht im Kopf, was habe ich gestimmt. Ich glaube, das ist auf C. So, nächste wäre mein allererstes Monochord, das ich gebaut habe. Das ist eine ganz einfache Konstruktion. Der hat nur da ein Schallloch und von der anderen Seite genauso ganz ein kleiner Schallloch. Die Breite von der Zarge ist 40 mm oder 4 cm. Zum Vergleich, das wäre dann 10 cm und viel mehr Schalllöcher. Ist natürlich auch Klang ziemlich kräftig. Aber das ist mein
erste Monochord. Und der klingt auch besonders. Wahrscheinlich war das erste ist. Der hat auch 5 Melodienseiten. Und dann ist eine besondere Stimmung. Es ist ja, es ist weniger außergewöhnlich. So klingt das. Ja, wenn man genau den Punkt trifft, wo es am besten klingt, dann klingt es natürlich schöner, aber in dem Fall ist der Mensur 80 cm und die Gesamtlänge ist 90 cm. Ja, das ist ganz besondere Monochords. Das ist wahrscheinlich, ja, hoffentlich, dass der auch so lang bei mir bleibt und ihm nichts passiert. Aber, ja. So, und jetzt ist noch ein Instrument, das ist ganz interessantes Instrument. Das war ein Projekt, also war ein Versuch. Es ist einer Hybrid indischer Raga. Und japanische Koto. Das ist ein Instrument, wo es man eigentlich nicht spielen kann. Oder man. Ich kann es nicht spielen. Ich kann es nur noch ein paar Saiten zupfen und hoffen, dass da Melodie daran entsteht. Aber manchmal ist es so, wenn sie jetzt anfangen mit dem zu spielen und dann vergeht die Zeit ziemlich schnell, weil es einfach Spaß macht. Ups, der ist nicht gut gestimmt. Muss ja nachstimmen und dann vielleicht mache ich noch ein Video, wenn es jemand Interesse hat. Naja, aber der macht richtig Spaß.
Ja, und jetzt ist einer eine von den ersten, meine Gusli. Das ist eine ganz einfache Konstruktion. Ich habe es dann einfach auf dem Brett da aufgebaut, alles, die ganze mit Schrauben verschraubt. Man sieht ja die Schrauben, ne? Das sind jetzt einmal 10 Seiten. Der entspricht nicht der, ja, man sollte sowas nicht machen. Das war's das für heute. Ciao.